Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es in dem Video um, nun ja, eine Korrektur von so vielen Videos da draußen, die ich immer wieder sehe und deshalb kam ich auch jetzt darauf, die euch sagen, wie man diese großen, schönen, vollen, runden Schultern bekommt. Und da gibt es zum einen große Fehlinformationen, die schlichtweg einfach falsch sind und zum anderen einige Tipps, die ihr beachten solltet, um auf jeden Fall das Maximum rauszuholen, um diese runden Schulterlook zu bekommen. Fangen wir direkt an mit meiner schönen Vorgeschichte einmal wieder. Und warum erzähle ich euch wieder von meiner Vorgeschichte? Nun ja, hauptsächlich, weil daraus schon eine Lehre sich ableiten lässt, zu der wir dann später kommen. Meine Vorgeschichte für Schultern, die sich am Ende dann doch haben sehen lassen, fängt mit Schultern an, die einfach nicht vorhanden waren. Das war der Muskel, der bei mir am wenigsten wuchs und wo einfach am wenigsten der Bodybuilder-Look reinkam. Mein Bizeps war da und hatte diesen schönen Peak bereits schon. Mein Rücken und mein Lat waren ausgeprägt und sogar meine Brust hat man gesehen, aber die Schultern wollten einfach nicht kommen. Und irgendwann hat mir jemand damals noch, als ich in der Universität trainiert habe, einer von den großen Brocken gesagt, weißt du was, ich gebe dir einen Tipp, aber du musst ihn auch befolgen. Ich so, ja gut, sag doch einfach mal, hör auf, die Schultern zu trainieren. Ich so, ja, aber das Problem war ja, dass ich keine Schultern habe, also soll ich jetzt doppelt so viel trainieren? Du hast es vielleicht falsch verstanden. Nee, trainiere sie nicht mehr. Und ich dachte mir, vielleicht ist das ein Scherz. Man muss sich das auch erstmal trauen. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon Jahre trainiert. Wieso sollte ich aufhören, die Schultern zu trainieren? Nun ja, ganz einfachen Sinn hatte das Ganze. Aber den habe ich erst später begriffen. Und der führte dazu, dass dieser Kanal sich hauptsächlich mittlerweile mit dem Thema befasst, mit dem so wenige Leute konfrontiert werden heutzutage. Das heißt immer mehr trainieren. Ganzkörper, jeden Tag trainieren und so weiter. Aber die Lehre von weniger ist mehr ist ein wenig in Vergessenheit geraten. Und diejenigen, die dann den Erfolg dementsprechend haben, da heißt es dann immer, ja, aber die tun ja auch ein bisschen was anderes dafür, die nehmen ja was. Ansonsten kann man damit keinen Erfolg haben. Nun ja, es geht schon. Was ist passiert? Ich habe für Wochen aufgehört, die Schultern zu trainieren. Aus Wochen wurden irgendwann Monate. Das bedeutet keine Extraeinheit für die Schultern. Da ist schon ein kleiner Hinweis drin, ihr merkt. Und dann habe ich letzten Endes 2 Jahre lang die Schulter nicht trainiert. Was ist passiert? Ihr ahnt es. Ich habe im Laufe der Monate ganz plötzlich gemerkt, dass sich diese Konturen bilden, die Hubbel bilden. Und am Ende der 2 Jahre hatte ich diese Schultern. Warum am Ende der 2 Jahre? Das habe ich mir natürlich nicht vorgenommen. Aber dann habe ich langsam wieder angefangen, die Schultern zu integrieren. Und jetzt kommt's, bis heute nur einmal im Monat. Dann verschiebe ich ein bisschen meinen Split, gebe ihnen einen kleinen Extrareiz und das war's. Und davon halten sich die Schultern und die sind bei mir mittlerweile so gut ausgeprägt, naja, dass sie sich sehen lassen können und sogar dann teilweise der auffälligste Muskel bei mir sind auf dem ersten Blick. Wie ist das Ganze jetzt passiert? Die Lehre dahinter ist so simpel und scheinbar dann doch so schwer zu begreifen. Natürlich wurden die Schultern mittrainiert, aber jetzt nur noch einmal in der Woche. Am Brusttag wurde die vordere Schulter zu 100% mittrainiert und am Rückentag die hintere Schulter. Ja, die seitliche wurde nicht mittrainiert, aber trotzdem ist sie mitgewachsen. Und genau das ist jetzt auch die Lehre des Schultertrainings, wie ihr es machen solltet. Und kommt genau daraus. Das heißt, zum einen merkt euch, weniger ist mehr. Merkt euch aber auch, die Schultern werden fast bei allem mittrainiert. Bei Brust und Rücken, wie gesagt, zu 100%. Aber an den Armtagen sind sie auch ein wenig mit dabei. Die können gar nicht anders. Sobald ihr was in dieser Hand haltet und irgendwas mit dem Arm macht, ist der Arm nun mal mit eurem Oberkörper über die Schulter verbunden. Und der muss ein wenig mitleiden. Und so sieht dann dementsprechend mein Schultertraining heutzutage aus. Das seht ihr zum Beispiel bei den ganzen Schultervideos. Es sind schon einige davon auf dem Kanal. Aber vor allem habe ich es mal irgendwann das Sniper-Training genannt. An dem Schultertag. Bei euch kann es ruhig einmal die Woche sein, kein Problem. Meine Lehre ist nicht, alle müssen es nur einmal im Monat machen. Probiert es mal aus, seid mutig genug. Es funktioniert bei vielen Menschen da draußen. Ich bin ein absoluter Hardgainer, deswegen bin ich prädestiniert dafür, weniger zu machen, um mehr rauszuholen. Aber für all die anderen da draußen, hey, vielleicht schafft ihr das ja auch einmal die Woche. Aber wichtig ist, nicht zweimal und erst recht nicht dreimal die Woche. Manche trainieren zweimal die Schultern. Und dann auch noch bei der Brust mit und beim Rücken. Und wenn sie Brust und Rücken noch zweimal trainieren, hey, dann haben sie 6-mal die Schultern drin. Bravo! Natürlich können die dann kaum richtig wachsen. Wenn, dann gibt es höchstens ein paar genetische Wunder da draußen. Aber an dem Schultertag trainiert nur den mittleren Delta. Denn dann habt ihr alles in der Woche abgedeckt. Den vorderen, den hinteren, beim Rückentag und den mittleren dann anschließend am Schultertag.
Und das lässt die Schultern richtig prall werden. Und der Tipp, den ich so gar nicht mehr hören kann, ist es, wenn irgendwelche YouTuber ganz altklug daherreden und erzählen, hey, vergesst nicht, die Schulter besteht nur mal aus dem hinteren, aus dem vorderen, aus dem mittleren Teil. Ihr müsst alle trainieren. Also, macht vor allem den hinteren, das vernachlässigen so viele. Guckt mal, wie die Leute aussehen. Durch Bankdrücken haben die so einen vorderen Schulter und so weiter. Merkt ihr was? Aber durch Rückentraining ist auch der hintere Delta dabei. Das heißt, dieses Ganze, ihr dürft den hinteren nicht vergessen, ist Blödsinn, wenn nicht jemand sein Rückentraining auslässt. Und ich glaube nicht, dass die davon ausgehen. Und der vordere Delta, den muss man erst recht nicht trainieren. Das sagen relativ wenige, dass man den vorderen vergisst. Aber viele geben euch noch Tipps wie Frontheben. Immer noch ein Klassiker, sehe ich immer noch. Ist eine Übung, die habe ich tatsächlich nie gemacht. Natürlich irgendwann mal ausprobiert, aber nie integriert in mein Training. Eine der sinnlosesten Übungen für mich schlechthin. Und nicht mal unbedingt eine gesunde Übung. Die braucht man einfach nicht, weil der vordere Delta bei der Brust so gut dabei ist und auch sonst beim Schulterdrücken, bei allem, was schwer ist und über Kopfdrücken ist, ist er dabei und reicht aus. Ihr braucht diesen Isolationsquatsch dafür nicht. Und der hintere Delta, hey, der ist beim Rückentraining dabei. Ja, vielleicht brauchen manche von euch eine kleine Extradosis, um den nochmal zu isolieren. Aber dieses ganze Aufmachen von, hey, vergiss den hinteren nicht. Der mittlere wurde in der ganzen Woche noch nicht berührt. Konzentriert euch auf den. Und dann wird das auch mit der Schulter. Und das sind die No-Gos und die absoluten To-Do-Dinge, die ihr euch auf die Liste schreiben sollt. Dann wird die Schulter rund. Macht das mal 1-2 Jahre lang und habt das im Kopf. Weniger ist mehr, die große Lehre. Immer wenn ihr das Gefühl habt, hey, meine Schultern ziehen noch ein wenig, reduziert mal. Macht mal nur einmal die Woche, vielleicht nur alle zwei. Vielleicht trauen sich von euch sogar Leute mal, das Schultertraining für 2-3 Monate wegzulassen oder nur noch einmal im Monat zu trainieren. Wer weiß, was passiert? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr das gemacht habt und wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder wenn ihr die Erfahrung jetzt macht, ich brenne darauf zu hören, dass es da so viel mehr gibt, die das genauso kriegen wie ich. Und dann ihre Schultern entwickeln. Zweiter Tipp, hört nicht mehr auf diese ganzen YouTuber, die euch sagen, vergesst den hinteren nicht oder den vorderen. Nein, konzentriert euch auf den mittleren Delta. Und damit sollte eigentlich eure Schulter wachsen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst es mich wissen. Schreibt in die Kommentare, was ihr sonst für Videos sehen wollt, welche Themen ihr besprechen wollt und natürlich, was ihr von diesem Tipp haltet. Habt ihr schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Ansonsten schaut euch auf dem Kanal um. Hier gibt es vielleicht noch viele interessante Videos für euch. Tippt auf die Abonnieren-Leiste, weil ihr dann nichts mehr verpassen werdet. Und schaut mal bei Protein Arena vorbei. Dort kriegt ihr mit dem Code GOTTI15 immerhin Rabatt auf eure nächste Supplement-Ladung. So, und ich gehe jetzt ins Rückentraining. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.